So, weiter geht's mit dem Mario-Special. Also jetzt rund um die Uhr Mario und während Alex sich ausruht, kann ich ja in Ruhe Safe State sitzen. Ich bin gestorben. Ich bin auch eben gestorben. Aber nicht kurz vorm Ziel, ich bin am Anfang gestorben. Ja. Oh, ich hab Lakitu gekillt! Was zum Teufel? Ich hab Lakitu gekillt! Regnet's? Nein. Glaub ich nicht. Alter, hör doch mal raus, es regnet. Ich könnte möglicherweise Wind sein. Oh, ja, genau. Schau mal raus. Das Rauschen der Bäume. Stimmt. Was ist das für eine Kletterwolke? Ja, eine große. Okay, es regnet, glaube ich, doch. Ah. Ach, nee, ey. Hallo, Auto. Du bist ein Idiot. Dumm! Na, die haben zum Glück. Alex? Ja? Ich hab was Böses getan. Safe State bei 2? Nein. Ich hab während dem Level gesafe-stated. Du! Ich hab's nötig, verdammte Scheiße, und du darfst es ab jetzt auch. Nein, möchte ich nicht. Ich bin. Ja. Ich hab gesagt, ich benutze ab Welt 8 Safe States, also. Es ist. Die Welt ist einfach verdammt schwer, weil sie einfach so viele Abgründe hatten. Gott verdammt, wenn ich jetzt überlege, dass die Level doch noch kurz sind. Vielleicht werde ich in dem Mario Special durchspielen, dann kannst du, wenn du noch willst. Dann gibt's das große Luigi-Special. Let's fail! Super Let's Mario. Fail 10 Parts lang! Jetzt darf ich aber wieder ein Safe State setzen. Anfang des Levels. Ich probier's erst ohne Safe States während dem Level. Nur wenn ich dann echt verzweifle, dann. Es sind Hammerbrüder da! Wollen wir Safe Staten? Ja! Nein, es läuft momentan sogar noch ganz gut. Oh, Bruder! Oh! Ach, Mann. Oh, Spast. Oh, Spast. Oh. Oh. Scheiße. Ich hätte selbst jetzt. Ja. Nein, ich probier's ohne. Ich probier's in dem Level nochmal ohne. Es sind Hammerbrüder. Und nicht nur zwei oder drei, es sind fünf. Ich hab fünf gesehen. Spring hoch. Ja, genau in dem Moment bleibt Mario stehen und will sich umdrehen. Ich habe aber eine Idee, wie ich das machen kann. Ich nehme den Koopa als Hilfsmittel. Hm. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Und Safe State als Hilfsmittel ist dumm. So, hört man mich noch gut? Ich hoffe doch. Wenn wir dann gleich in der Aufnahme sehen. Ich sitze ja nah dran. Was zur Hölle? Wie soll ich an dir vorbeikommen so? Nein! Ja! Es ist nicht der Hammerbruder, der mich zum Verzweifeln bringt. Das sind die hässlichen Topfpflanzen. Topfpflanzen. Top. Es ist noch schlimmer als Castlevania. Ach ja, genau, fällt schön. Och, komm, ja, ausgerechnet jetzt, wo ich unten lang gehen will. Pass auf jetzt, ich geh jetzt oben lang. Weißt du, wer oben auf mich wartet? Ein Hammer. Ein Hammerbruder. Das ist voll der Hammer. Ha! Das ist ja ein dicker Hund. Ja. So, Bullet Bill stinkt. So, den hätte ich geschafft. Oh, oh, oh. Den Kuppen will ich haben. Ey! Jetzt kann ich mal lachen. Au! Du musst mir aber nicht gleich deswegen zwischen meinem Schreibtisch und deinem Stuhl mit dem Fuß einquetschen. Oh, ja. Na, egal. Ja, scheiß Hammerbruder, fick dich. Ich mag Hammerbrüder nicht, ne? Hm, merke ich. Und deswegen habe ich auch das Hammerbruder-Kostüm in Super Mario Bros. 3 sofort verloren. Ich hab's dann nochmal beim Bowser, im Bowser Castle benutzt, ne? Du, ich meine, du hast die Folge ja noch nicht gesehen. Die noch ist nicht. Ja noch nicht oben. Nicht. Deswegen. Ihr werdet sie dann schon alle gesehen haben. Und du inzwischen dann auch. Mhm. Vorausgesehen, du. Es ist doch nicht mehr normal. Let's fail!
Mit Mario, nicht mal mit Luigi. Ja, ich hab wenigstens Level geschafft. Ach ja, scheiße, du auch. Hast denn die Burg geschafft? Ja! Endlich! Nach 7 Minuten. What the fuck, what the fuck? Ja! Glitch! Glitch! Gefailed. Ich hätte Safe State warten sollen. Nee, komm, ich probier das jetzt ohne Safe States. Ohne ist doch viel lustiger. Ja. Hey, ja. Hey ho. Hey ja. Hey. Busa! Dumm. Dumm, dumm, dumm. Das vorletzte Level fickt mich. Aber eins kann ich versprechen, nach 4 mache ich wieder Safe States. Und zwar während dem Level. Nach dem Level. Und dann spielen wir ja noch den Hard Mode, ne? Ah! Was? Es gibt einen Hard Mode von dem Spiel? Ja, den gibt es. Ist das nicht gewusst? Nein. Ich spiele nicht so Super Mario Bros. Spiele. So, jetzt ist Safe State. Jetzt ist mir scheißegal, was kommt. Was ist das denn? Oh, Baby! Ja, nach dem Spiel kommt, Peach, du bist groß und dann hast du sie gerettet und dann fängt das Spiel wieder von vorne an und hast einen Hauptmode. Das ist mein voller Ernst. Und ich hab 3 Leben und es ist das letzte Castle. Und welche Röhre ist es? Die ist es nicht. Ich weiß noch ungefähr, welche Röhren es waren, es war die da. Komm, sag mir, dass es die ist. Dann schauen wir wieder am Anfang. Okay, wir stehen am Anfang. Okay. Okay. War es die Röhre? Das war die Röhre. Cool. Ganz ruhig, ich hab genug Zeit. Ich hab genug Zeit, da geht's nicht rein. Ah, okay, ich weiß wieder, welche Röhre es war. Das war die da. Map. Okay, wenn man, ich habe das Castle jetzt glaube schon 2-3 Mal gemacht, leider nie in der Version, aber es dürfte ja eigentlich keine große Änderung vorliegen. Die dritte. Nee, der war's nicht, gell? Ja, die nächste. Nee, ich will Zeit sparen, weil die Zeit hier läuft sehr schnell, das sind nämlich keine Sekunden, die da laufen, und wenn du dich hier einmal versaust, darfst du alles nochmal von vorne machen, beziehungsweise von dem nächsten Punkt. Die war's. So. Hier sitze ich wieder 60. So. Das spart erstens Zeit und es spart Frust. Sehr viel Frust, glaubt's mir. So, zack. Und zack, jetzt müsste ich in einer Wasserlevel kommen. Nein, doch noch nicht. Nicht ganz. Ah ja, genau, jetzt kommen die fliegenden Fische. Im Castle. Aus der Lava. Muss ich hier rein. Das sind Lava-Fische! In ein Unterwasserlevel. Mit, jetzt kommt die geilste Logik überhaupt, Feuerring unter Wasser. Oh mein Gott! Ah! So schwer ist Castle 4 gar nicht, wenn man weiß, wie es geht. Es ist immer die Voraussetzung, man muss wissen, wie es geht. Das ist alles, was man bei Castle 4 wissen muss. Man muss wissen, welche Röhren man muss. Es ist alles, und sollen wir das Let's Play beenden, nachdem ich das jetzt geschafft habe, oder? Vielleicht noch ein Part mit Let's Fail Luigi, oder? Du kannst nur noch weiterspielen, wenn du willst. Wenn, dann mach ich noch ein Part, ey. So, jetzt machen wir mal ein Safe State auf 1 wieder und gucken. Oh ja, du Spasti. Ich mag dich also. Davon war Bowser. Fick dich. So. Es beginnt. Der letzte Safe State und das Ende dieses Parts, denn der ist jetzt verdammt schwer. Außer man rennt unten durch. Ich hab ihn geschafft. Das ist der Trick, weil der wirft Hämmerchen und Thank you, Mario! But our princess is in another castle. Good. Your quest is over. We present a new quest. Push button B to select a world. Push button B. Ja, Leute, wir haben das Spiel. Komm, ich mach's nochmal, war grad so schön. Okay, doch. Ja. Zack. Ja, Leute, Oh, fuck ich. Das war Super Mario Brothers.
1! Wir haben das Spiel innerhalb jetzt von 9 Parts durchgespielt. Ja. Es war jetzt 1,5 Stunden. Und mit dem Bild verabschiede ich mich und du willst dann nochmal weiterspielen. Ja, noch ein. Mit Gamepad? Nee, komm, du machst jetzt noch mit Tastatur. Ich mach mit Tastatur. Dann beenden wir das schnell und dann sehen wir uns dann gleich wieder mit Alex und seinem Luigi-Fail. Ja! Und danach, denke ich, werden wir dann ein neues Projekt starten. Ja. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja. Und ich bin mit meinem Teil fertig. Jetzt kommt meiner und da wird dir viel Spaß haben. Ciao!